Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zum großen Minecraft-Projekt The Village. Heute wieder dabei mit der Schneckball. Hallöchen. Dem Bayerwald. Hallo. Und dem Marder natürlich auch, der kann ja sein Projekt nicht vernachlässigen, ist ja der Urheber des Projekts, aber das wissen wir ja schon. Und hallo. Er ist auch in jeder Aufnahme dabei, glaube ich. Ich bin in jeder Aufnahme dabei, ja. Ja. Ich bin noch der Student, der nichts anderes zu tun hat, oder wie war das? Richtig. So einen braucht jeder. Den brauchen wir auch in der Aufnahme. Was siehst du schon wieder? Ich habe ja jetzt mal, also ich wechsle ja irgendwie immer prinzipiell bei jeder Aufnahme irgendwie das Texture Pack. Jetzt habe ich ja das Borderlands Texture Pack. Das ist noch weniger mit 1.8 kompatibel als die anderen, weil das Feuer, was da oben auf dem Erdbalken brennt, ist bei mir eine pink-schwarze Textur. Wieso nimmst du nicht einfach das Texture Pack? Was ich habe, das läuft eigentlich das Einzige, das wäre zu einfach. Ja. So ein paar Kleinigkeiten hast du hier zwar auch fehlerhaft, aber das finde ich nicht so störend. Also das Einzige, was ich habe, ist hier quasi der Rauch oder das, der Qualm von den Fackeln. Der ist nicht ganz so optimal, aber... Den hätte ich ja sowieso ausgeschaltet. Wieso? Partikel, wer braucht denn Partikel? Weil Partikel realistisch sind später. Partikel fressen nur FPS. Nochmal, genau. Das ist halt das Wort des Tages. So, jetzt... Ich bin da ganz oldschool, ich habe kein Texture Pack. Ja, das hatte ich ja letzte Aufnahme, deswegen konnte ich das ja nicht diese wieder machen. Aber mit. Gut, das ist ein Argument. Aber in den Texture Packs ist der Sternenhimmel immer so schön. Oh ja. Ja, das glaube ich. Und mein der Haus Mond hier so ist nice schon aus. Sehr, sehr eckig. So, ich gehe mal scharfe Scheren. Und als Info meine Zuschauer, die eventuell bei mir das gesehen haben, wie ich mein Haus gebaut habe, ich habe da aus wie ein Token weitergebaut, wie eventuell angekündigt. Ich hoffe, ich habe es gesagt. Aber nicht viel. Nur ein paar Wände. Falls irgendwie ja gerade verwundert sein sollte. Ich gehe heute mal alle Häuser, also alle Neuerungen ab. Ich war ja jetzt schon über eine Woche hier nicht mehr drauf. Also gibt's hier viel zu gucken. Willst du mich rumführen? Soll ich? I'll be your guide. Yay, mach mal. Stadtführung. Ich habe irgendwie so ein Déjà-vu. Zuletzt im Freitag. Hallo Damakasch, ich führe dich rum. Ach nee, Moment. Mina, ich führe dich rum. Dann macht ihr hier Führung und ich baue die Mühle. Ich könnte mich als Führer anbieten. Oh, sorry, Bayerheit, wollte ich nicht. Das muss man rausschneiden. Nein, aus welchem Film habe ich das zitiert? Der Wichser? Nee, das muss ich auch rausschneiden, das ist ein Schimpfwort. Oh, dann darf ich ja gar nichts mehr hochladen. Das ist ein Film, du darfst es sagen. Das ist ja hier reine Satire für alle, die es nicht verstanden haben. Genau. Genau, warum liegt hier Stroh rum? Dazu kommen wir gleich, wenn ich Mina ins Gasthaus führe. Ich habe keine Masken dabei. Das hat mich auch bis gestern in Arma 3 verfolgt, ja? Dieses, warum liegt hier Stroh rum? Ja. Das hat im mich... Stream war ich auch mit bei. Aber was ich viel schlimmer fand, Schneckball, du hast ja Five Nights at Freddy's 2, Schleichwerbung, Hust, gespielt. Und da musst du ja auch irgendwie diese Maske aufsetzen. Ich dachte mir nur so, da kommt, warum liegt hier kein Stroh rum? Ich muss lachen, weil ich mich an eine Folge Seville erinnert habe. Da kam das Gleiche. Warum liegt hier Stroh rum? Chuck Norris weiß, warum hier Stroh rumliegt. Ja, Mina, das ist das Gasthaus. Ich glaube, das kennst du noch nicht. Das Lagerhaus. Ich glaube, das kennst du in der Form noch nicht. Ne? Nein, ich habe vorher nur Gerüst gesehen. Ich fange genau, jetzt an, Wände Stroh. Drinne, ein Dach ist drauf. Ach, hier gibt's ja noch mehr. Seht ihr, hier oben war ich noch gar genau. nicht drin. Die Kisten sind noch nicht fertig. Unten siehst du, manche schweben noch. Der Teilwas, der ist ein bisschen kränklich. Immer gewesen. Noch. Der hat nicht so viel geschafft. Aber die Sortierung und so ist noch vorhanden. Aber die Rohstoffe sind nicht mehr ganz so da, wie wir sie mal hatten. Ja, müssen wir noch mal bald Diamanten. Farmen. Wir hatten mal 13. Ja, wir können mal ein bisschen farmen. Bald. Bald. Mach mal hier Creeper. Ja, aber sonst hat sich ja hier nichts... ja, der Marktplatz, den haben wir ein bisschen verlängert, weil da hinten kommt ja dann das Rathaus drauf, auf der Fläche, die ich da planiert habe quasi. Hm. Ist aber, ja, noch nichts passiert, wie du siehst, weil ich noch mein Haus gebaut habe. Ja, das eindrucksvolle Gebilde hier. Ich nehme es mal in Großformat, so jetzt, von allen Seiten. Vor allen Dingen, wenn du mal über die Brücke rüber gehst, von der Seite sieht es schöner aus, weil hier schon ein Dach auf der einen Seite drauf ist. Geh ich mal rum. Also es sieht besser aus, als ich dachte. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wirkt. Ne? Oh ja, gar nicht. Dem Dach sieht echt hübsch aus. Ich hasse ja Dächerbauten, ne? Mhm, das ja. ist auch. Ich auch. Ein Dirtgerüst rum ohne Ende. Deswegen baue ich jetzt auch erstmal nach unten. Weil das fies ist, ja.
nicht nur das Haus ist relativ hoch geworden, sondern auch durch die Brücke und diese Schlucht da. Und wenn du oben runterfällst, bist du sofort tot. Gut, ist wie im echten Leben. Also ein bisschen Realismus wollen wir nicht vorbehalten, oder? Ja. Hier hinten hat sich sonst kaum was verändert. Die Minenbaustelle ist noch nicht weiter. Die Baumfarm noch nicht. Aber Brainy hat gebaut. Können wir mal reingucken. Da hat er einen ganzen Livestream quasi Hate-Kommentare von mir bekommen. Nicht nur von dir. Ja vorher, nicht nur von mir, ja gut. Weil es vorher wirklich nur eine Tür in der Wand war. Aber so von außen geht es jetzt schon. Das Einzige, was wir jetzt noch bemängeln, wenn du reinkommst, ist hier dieser Pool mit dem richtig schönen Glasdach. Ja, es ist ein Albtraum. Ja. Weil von innen, sag ich mal, okay, kann man vielleicht sagen, gerade so grenzwertig muss man nicht abreißen, aber von außen siehst du es halt, diesen Glaskasten. Der passt einfach nicht in die Landschaft dahin. Ja. Auch wenn man sagt, wir bauen modern oder sonst was, das passt, weil er auch so verwinkelt das Glas da einfach hingepackt hat. Nicht ein gerades Dach oder so. Na, guck mal, ob er das vielleicht mit ein bisschen Holz oder so kaschieren kann. Da wird er bestimmt nochmal ran und das überarbeiten. Ja, sie ist ja noch nicht fertig. Dann hat hier der Pilo war das, ne? Mit seinem Atombunker, ne? Mhm. Ja. Also war wirklich, am Anfang war es ein Klotz aus, wie hieß dieser Stone? Granit irgendwie was, ne? Einer von den neuen, ja, poliert war da auf jeden Fall. Hat einfach so einen Kasten hingesetzt und dann haben wir ihm gesagt, hier, pack doch mal ein bisschen Design rein. Und da hat er doch, es ist schon schöner geworden, auf jeden Fall. Mit Holz noch ein bisschen verkleidet, Fenster rein. Also, passt auf jeden Fall besser als vorher. Ja, er hat sich doch etwas bemüht. Ja, hat er. Und er hat auch noch nicht lange dran gearbeitet, muss man auch noch dazu sagen. Oh. Also, so Häuser, da kann man ja ewig dran bauen. Du hast Zombies, ich habe hier lauter Creeper rumfliegen. Ja, das habe ich hier auch. Treppe hier wieder hoch. Und volles Inventar, das ist ja auch immer nicht, das ist ja furchtbar. Schrecklich, gell? Zum Bayerwald? Bin ich zugemüllt. Also das Haus hier zur Linken, das hat der Bayerwald gebaut. Sieht sehr, sehr schick aus. Fett. Mit den Blümchen. Okay. Ja, nicht nur mit den Blümchen, allgemein auch von dem Baustil her, mit dem Holz und dann den ganzen Deko. Also er hat ja wirklich detailgetreu gebaut, das muss man ja sagen. Also mit den Zäunen dann noch unter den, mit den ganzen umgekehrten Treppenstufen und den Blumenkästen mit den Falltüren davor und auch innen drinnen mit dem Kamin, also das ist schon nice. Muss man Hut ab, also ja, designtechnisch. Stunden Minecraft macht das. Das ist ein blöder Creeper unten. Hinten hat er einen kleinen Garten dran. Das ist richtig idyllisch. Ja. Jetzt habe ich, jetzt habe ich einen Knopf gemacht. Ja, prima. Das war... Ah, ich bin weggesprengt worden vom Creeper. Nein. Blödes Vieh. Ganze ist Kisten gestorben? Weg. Oh nee. Nein. Aber ich habe keine Kiste mehr. Eine Bierrüstung, das stirbt nicht. Ach so. Eine Dia-Rüstung. Also, dann dritte ist vielleicht auch noch. Ja, allerdings. Nichts mehr? Ja, da ist halt Dachgeschoss, ne? Dachboden. Schon. Wer wohnt denn hier auf dem Dachboden? Ist ja auch ein Hausgeist zusammengebaut. Bei mir? Ja. Keiner? Sieht schon ein bisschen unheimlich aus, der Dachboden hier. Ach so. Ne, ich finde Dachböden doch generell unheimlich. Ja, sind sie auch. Guck mal, wenn wir dem Weg jetzt hier dann folgen, ne? Mal da unten baut die Mina-LP ihr Haus. Wer ist das denn? Keine Ahnung. So eine ganz unbekannte, die keiner kennt, genau. Nee, kennt kein Mensch, braucht man nicht. Die Mina hat ja auch erstmal so ein Klotzchen gebaut, das wird noch dauern, bis das Form annimmt. Willkommen bei Hero. Ja, aber genau, besser als bei Hero, der hat nämlich einfach gar keine Wand gebaut, einfach nur Kisten hingestellt und ein Bett. Das ist doch ein Anfang, du. Ja, ist ein Anfang, ja. Also da kommt dann auch noch ein Haus hin. Also das hier ist so quasi das Wohnviertel. Das zieht sich ja mal so durch, wie man das so leicht bemerken könnte. Denn dann gefolgt von Prinzessin Schneckballs Residenz. Das hatten wir gestern. Ich möchte gerne mit Prinzessin angesprochen werden. Ne? Stimmt. Oh, meine Glastextur ist auch ein bisschen kaputt. Egal. Sieht lustig aus bei mir auf jeden Fall. Gläser an der Balkon. Ja. Und die hätte gerne einen Pool, weil der Taiwas nebenan hat auch einen Pool. Und alle haben einen Pool. Ein
Alle haben einen Pool. Die Prinzessin nur braucht dann nicht. Natürlich auch einen Pool mit ihrer Hundeflotte hier vorne ja. dran. Apropos, Bayerwald, genau, du hast keinen Pool, ich habe auch keinen Pool. Genau, wir brauchen keinen. Ach, es gibt ja gar keine. Ach, das ist ja wieder. Und hier wohnt der Taivas. So, wohnen ist relativ, weil regnet rein. Und hat hier unten seinen Pool. Wer hätte es gedacht? Ja. Ach du meine Güte. Das nenne ich mal einen Pool. Mhm. Obwohl das mehr ein Pool. Der hat Sand hier draußen rum, ne? Ein ja. relativ sandiger Pool. Also ich will nicht wissen, was für eine Filtertechnik der da hat. Die muss sehr gut sein, auf jeden Fall. War sehr teuer. Er wohnt neben der Prinzessin, das sind hier die teuren Grundstücke. Ja, ich habe die 6 Diamanten bei mir schon in eine Kiste gepackt, die mir dafür gegeben hat. ja, hier unsere Tiere, die kennst du ja, ne? Die sich gut vermehren und schlachten. Die Eingeschwärchen, die wir eigentlich mal in größere Gatter machen wollten, weil das hier so doch sehr nach Massentierhaltung aussieht. Ja, aber das ist praktisch, so dadurch, dass noch nah. Ja, das ist genau. Und da die noch nah an der Stadt sind, kann man die auch, also wachsen die auch besser und so. Man muss sie weit laufen, weil die Weizenfarm, zu der wir noch kommen, die ist nämlich ein bisschen weit weg. Jetzt, so im Nachhinein eigentlich, aber ja, es geht. Ist schon etwas, aber. So, eigentlich hätten wir da hinten anfangen müssen. Wenn man ja die Stadt betritt, kommt man ja eigentlich über den Hafen der Zeit rein. Und dann kommt man als erstes hier quasi ins Gasthaus. Zum lustigen Seemann, wenn ihr auf dem Schild sieht. Aber ich sehe gerade, das Schild steht ein bisschen doof, weil ich jetzt hier noch so ein Buschen gepackt habe. Aber man kann es lesen, wenn man weiß, wo es ist. Aber man kann es lesen. Ja. Da können wir auch mal reingucken. Das haben die Dämmerkaschen nicht im Jahre 2014 gebaut. Oha, so lange her schon? Wahnsinn. So lange ist das schon her, ja. Wahnsinn. Sieht aber auch geil aus. Und, ne? Und hier ist halt sowieso die Frage aller Fragen, warum nicht hier Stroh rum? Ja, da haben wir es. Warum hast du eine Maske an? Chuck Norris weiß warum. Chuck Norris weiß warum. Hier ist quasi der Lagerraum. Hier haben wir so ein paar Bierfässer rechts an der Seite liegen. Ein paar Kisten, wo wir dann noch ein bisschen Pökelfleisch reinpacken können. Aber das kommt dann alles noch. Ich bin gespannt, ob ich jetzt sterbe dann demnächst oder nicht hier. Bin, glaube ich, schon 6 oder 7 Mal runtergefallen. Aber mir ist auch sehr knapp gewesen, als ich mal von der Brücke runtergefallen bin. Und dann hatte ich Glück, dass mit einem halben Herz dann draußen kein Skelett gespawnt ist. Gespawnt. Ja, oberer Bereich des Schankraums. Kannst du auch noch mal ein bisschen hinsetzen, ein bisschen quatschen. Bisschen auf die Leute unten drunter runterspucken. Au. Genau. Wenn es Spaß macht. Es waren ja raue Sitten zu der Zeit hier. Er ist ja ein Stalker. Genau, und hier haben wir quasi unseren Gruppenschlafsaal für die Leute, die nicht so viel Geld haben. Können dann hier nächtigen. Und ein Stockwerk höher. Jetzt irgendwie mit verwinkelten Treppen. Hier oben, ja, nicht die Suite, aber sehr verwinkelte. Ne? Hier haben wir eine kleine Blume stehen, eine kleine Leseecke, Bücherregale. Oh, wie süß. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Zimmer, die man sich dann quasi mieten kann. Oder eins mit einem Doppelbett. Mit dem Blick auf den Hafen. Wunderschön. Genau. Da können wir eigentlich auch nochmal lang gucken. Da haben nämlich der Bayerwald und die Schneckball rein. Zufälligerweise sind die da. Hi. Hi. Die letzten Folgen dran gewerkelt. Hi. Kann man sich auch ein bisschen verlaufen drin. Ja, es geht. Also wenn man es gebaut hat, ist es übersichtlich. Ich meine, es gibt ja nur 3 Stockwerke. Wer es gebaut hat, ja. Ja, also ich... ich meine, das ist halt so ein kleines, uriges... Haus. Auf der einen Seite ist noch ein kleiner Designfehler drin, aber ja, wir sind ja noch am Bauen, wir sind ja noch nicht fertig. Genau. Warum muss noch mal ein paar Holzbalken rein? Ja, dann passt das. Hier die Hafenlandschaft, wie gesagt, Schneckball und Bayerwalzwerk. Hier gut ist derzeit halt eine Steinfassade, wie heißt denn das Fachwort dafür? Keilmauer oder was? Keilmauer, genau. Es hat alles Hand und Fuß. Schiffe hin, Werft. Leuchtturm irgendwo hinten ins Wasser. Ja. 2 kleine Brücken. Die habt ihr auch aber hübsch gemacht. Viel halt noch nicht. Ja. Oh, doch, ach genau, von hier sieht man was. Sogar. Ach, von der Brücke aus sieht man, ist es eigentlich richtig schön, auf das Lagerhaus und mein Häuschen zu gucken. Sieht richtig nett aus von hier. Ja. Es hat was Schönes, Uriges. Und was ich toll finde, dass bisher so vom Baustil doch alles zusammenpasst. Also.
Nicht schön. Also ich falle noch ein bisschen raus, oder? Obwohl. Ja, klar, aber ist ja auch naja. Das passt trotzdem rein. Ja, ich meine, ich wollte ursprünglich mit Sandstein bauen. Hätte ich das gemacht, dann hätte es definitiv nicht gepasst, aber. Na gut, wenn du es mit Holz noch verziert hättest, wäre es wahrscheinlich gegangen. Je nach Texture. Das sagst du mir jetzt? Marder LP? Zum Wachthof. Warum heißt du eigentlich nur Schneckball und nicht Schneckball LP? Ja, weil alle immer LP nehmen und ich das nicht wollte. Keine Ahnung, Schneckball ist halt Schneckball, ne? Genau. Und weil sie und den Kanal gefeuert. Genau. Den gibt's ja schon ganz lange. Ja. Und hier haben wir unseren Mauerknoten, Wachturm. Die Mauer steht noch nicht, aber das wird, ist so quasi die Unterkunft für die Soldaten. Eigentlich sollte das Teil was Privatwohnung werden, aber es war halt designtechnisch eher ein Bunker. Ja, mehr so Militärgebäude, nicht Bunker. Genau, Militärgebäudenstil. Und da hat er hier halt so kleine Schlafsäle für die Leute eingerichtet. Ja, Fuck, wie viele Türen hat der denn hier? Ja, vor allem wie viele Plattformen und so. 6 Millionen. Ach, die geht's auch nochmal um die Ecke. Also die findet man sich wesentlich besser drin als im Gasthaus, definitiv. Man hört nur noch Türen. Auf und zu, auf und zu, auf und zu. Oh, da unten stirbt gerade was. Ah, ein Zombie verbrennt in seine. Oh, hat er verdient. Selber schuld. Wer bei der Uhrzeit rauskommt. Der hat verloren. Genau, eben. So, und jetzt können wir ja dann Richtung Bayerwald laufen. Weil die Mühle, die haben wir ja abgerissen. Die steht, da steht jetzt ein Schild Bauplatz für Kirche. Und die ist jetzt nämlich umgezogen, weil die zu nah am Stadtplan war. Weil wir das ja am Anfang nicht so gut planen konnten. Das kommt dann hinten an die Felder. Die Kirche? Nein. Oder was? Oh, der lädt bei mir hier nicht richtig nach. Nee, die Mühle kommt an die jetzt. Felder und die Kirche kommt dahin, wo die Mühle war. Ach so, ja, alles klar. Mhm. Wie schnell du das Ding schon wieder hochgezogen hast. Ja, es geht schnell. Vor allem hier unten, genau, zerlegt den mal. Da hat man vorhin eh schon die Hälfte weggesprengt. Der Sack. Gerne, Mina, wenn du Hunger hast, hier haben einen riesen Weizen, Kartoffel, Rotten, Feld und auch eine kleine Hühnerzucht schon. Boah, das ist so groß, das lädt gar nicht. Ich glaube, einmal ernten 4 oder 5 Stacks kriegt man raus an Weizen. Boah, krass, aber da bist du auch ewig beschäftigt, ne? Ja. Ich hab das Ding zweimal abgeerntet. Da wirst du auch. Und irgendwo soll dann hier noch ein Farmhaus hin, entweder daneben oder hier hinter. Dann haben wir hier noch Weiden ohne Ende für die Tiere, die kommen auch hier hinten hin, damit die dann nicht mehr so kleines Kerkerchen haben. Damit wir das hübsch haben. Nicht mehr so 21. Jahrhundert mäßig. Ja, und das ist im Grunde alles. 18 Minuten haben wir jetzt schon gebraucht, um einfach durchs Dorf zu laufen. Ey, das ist schon eine ganze Menge geworden. Das ist schon fast eine ganze Folge. Das ist schon eine ganze Folge. Also ich würde jetzt hier auch einen Break setzen. Aber als Einstieg so in die neuen Wochen, gerade wenn man nicht so regelmäßig hier Folgen hat, was so passiert, ist das eigentlich immer ganz nett. Ja, das. Ich habe ja auch noch nicht alles gesehen, bevor wir angefangen haben. Das hier hinten. Oh, und ich meine, angenommen, die ganzen Gebäude werden jetzt mal hochgezimmert, was wir nicht alles noch an Bauprojekten haben, an öffentlichen Krams und so. Es wird noch eine Menge werden. Einiges, ja. Da werdet ihr noch einiges zu sehen bekommen. Aha. Jetzt bleibt irgendwie die Stimme gerade weg. So viel, so wenig gequatscht. Diese Folge. Du musst mehr reden. Ich habe jetzt hier die ganze Folge durchgequatscht und deswegen würde ich sagen, moderiere ich auch direkt ab. Ja, das passt doch. Würde ich sagen. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und schaut auf jeden Fall bei den anderen auch mal im Projekt vorbei. Die ganzen Kanallinks sind unten in der Videobeschreibung. Nochmal so als kleine Info vorbei. Da steht der Bayerwald auf seiner Windmühle, Getreidemühle. Die Schneckball, wo läuft die denn rum? Wahrscheinlich in dem Haus, ne? Ja. Die sieht man jetzt nicht. Nee. Und denkt dran, bitte nie füttern und bis zum nächsten Mal. Tschüss.